Hallo hier da draußen, Folge 168 von Die Zwei von der Talkstelle beschäftigt sich mit einem Kernthema des Schreibens und unserer Kernkompetenz des Dialoges. War das das richtige Genitiv? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir auch darüber gesprochen, wie schreibt man Dialoge, wie umgangssprachlich darf er sein, muss er sein und was schreibe ich so dazwischen. Was haben wir noch gemacht, Tamara? Ja, wir haben auch über den Genitiv gesprochen und ja, sämtliche Aspekte, was beim Dialog zu beachten ist. Ich würde sagen, du hast alles gesagt. Gut. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Hallöchen zu Folge 168. Wir nehmen heute an einem späten Montagvormittag auf. Das ist der Montagvormittag nach dem ESC-Wochenende. Ich habe so am Rande mitbekommen, dass viel gemeckert wurde. Ich habe es aber nicht geguckt, Vera. Wie geht's dir? Ja, erstmal, ja, schönen guten Tag zusammen. Ne? Ja, wie geht's denn? Natürlich. Na gut, also so schlimm ist es nicht, dass mich das persönlich so treffen würde. Hilf mir mal kurz aus, ich habe wirklich nicht weiter recherchiert. Habe ich das richtig aus den verschiedenen Tweets gedeutet, dass wir Letzte geworden sind? Das hast du richtig gedeutet. Okay. Ne, das hast du richtig gedeutet. Ja. Also ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ne, dass ich so das Gefühl habe, ich bin so mittlerweile dem durchschnittlichen Geschmack entwachsen. Und das hat sich natürlich an dem Abend durchaus auch bestätigt. Ja, ich meine, ich liebe die Show nach wie vor und das Event als das größte Musikevent der Welt und diese Buntheit und Vielfalt. Und das ist schon auch alles ein sehr deutliches Zeichen und umrahmt von dem lustigen ESC-Abend bei mir auf der Couch mit Hot Dogs, jeder Menge Süßkram und Sekt und ne, also da man, es gab auch genügend Gelegenheiten zu lästern, sich zu echauffieren. Es gab diesmal tatsächlich, wir hatten, glaube ich, dieses Mal war ein absolutes Männerdefizit. Mhm. Also ich kann mich überhaupt nur an zwei, ja, es waren ein paar Männer. Gut, da waren mehr so Jüngelchen. Aber so zwei Männer, die man bemerken konnte, sage ich mal, auf der Bühne. Ne? Sonst, wir haben immer in unserer Abstimmungsliste, haben wir immer eine Spalte für Sexiness. Ne? Und da war nicht viel. Da war nicht viel. Also der Italiener war noch ganz schnuckelig. Wobei, der ist aufgetreten mit so einem Glitzerpolunder. Irgendwie so selbst gehäkelt aus, was weiß ich. Also wer den da beraten hat, ne? keine Ahnung. Das war, hat den Sexiness-Effekt auch erheblich geschmälert. Ja, und es waren teilweise halt Auftritte, hatte ich ja schon letzte Woche erzählt, ne? Auftritte dabei, die Kroaten, die dann am Ende da in ihrer Schießer-Doppelripp-Unterhose enge Hintern da auf der Bühne stehen und irgendwie 100 Punkte mehr kriegen als Deutschland, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Ne? Und ich meine jetzt, der deutsche Titel war jetzt nicht mein Geschmack. Ne? Also ich stehe jetzt nicht auf so, wie nennt man das, Death Metal oder was auch immer das ist. Aber so im, also er war sicherlich nicht der schlechteste Beitrag. Aber was natürlich bei so einer Show entscheidend ist, ist auch, wie du bei, wenn da 36 Lieder hintereinander abgespult werden, wie du hängen bleibst. Und yeah, dafür war der Auftritt einfach, ja, zu unscheinbar. Weil mittlerweile, okay, sind halt so Rocknummern keine Überraschung mehr. Vor zwei, yeah, drei Jahren wäre das nochmal ein anderes gewesen. Mm. Ne? Und da waren halt andere Rocknummern, die Australier zum Beispiel, die haben eine ganz andere Performance auf der Bühne. Was machen denn die Australier beim Eurovision Contest? Also Eurovision heißt ja, sind ja alle, die bei der wie heißt das, EBU, European Broadcasting Unit, drin sind. Und da ist Australien tatsächlich drin. Israel, okay, ja, zum Beispiel auch. Ne? Sind ja auch nicht Europa im engeren Sinne.
Und Australien hat ja schon seit vielen, vielen Jahren eine große ESC-Community. Okay. Wobei man mal sagen muss, bei denen solche Zeitverschiebung spielt, läuft das morgens um 5 Uhr oder um 6 oder sowas. Ne? Und da haben die trotzdem die Massen davon im Fernsehen. Hm. Also ich weiß, damals, als ich hier in Düsseldorf war, da waren dann auch australische Pressevertreter da. Okay. Ne? Und also die müssen dann riesen und seit jetzt 6 oder 7 Jahren dürfen sie halt auch teilnehmen. Also jetzt läuft der Vertrag wohl aus, also ist noch nicht ganz sicher, ob sie nächstes Jahr auch wieder teilnehmen, aber doch, also alle hoffen das, ist wirklich eine Bereicherung. Naja. Und nein, ist ja auch, also ich finde das ja auch toll, wenn da so so viele auch unterschiedliche Länder friedlich mit ihren Liedern ja klar, hat mich jetzt so überrascht, aber dann siehst du, wie lange ich das schon nicht geguckt habe. Und ja, und ich meine, der schwedische Titel, der war ja schon im Vorfeld so Favorit, wobei man sagen muss, er hat letztlich durch die Jury-Stimmen gewonnen, hat beim Publikum, gibt ja immer 2 Votings, Jury und Publikum, beim Publikumsvoting war der finnische Titel der Sieger und der war nur auch sehr schräg, obwohl ich fand ihn ganz witzig. Also, ne? Aber das war halt so diese Auffälligkeit und so, das ist halt schon an so einem Abend halt auch ein entscheidendes Kriterium. Ja, klar. Und da war der Deutsche einfach, ja, ging der dann doch zu sehr in der Masse unter die Show, war dann doch irgendwie zu brav, ne, so. Also, aber, ja, letzter Platz ist, das ist natürlich schon frustrierend, also, jetzt ist Deutschland das Land mit den meisten letzten Plätzen mittlerweile. Ui. Ja, also das finde ich jetzt schon ein bisschen traurig, aber nur. So ist es halt, ne? Ja, ich hätte eventuell reingeschaltet, wenn ich zu Hause gewesen wäre, so zwischendurch mal stippvisitenartig, aber wir hatten ja Regionaltreffen vom Self-Publisher-Verband. Ich habe es gesehen, und, ja. Und haben mal wieder bis 21 Uhr haben wir da gesessen, von mittags um 4. Und war diesmal eine kleinere Runde, aber trotzdem sehr bereichernd wieder mal. Mhm, und dementsprechend hat sich dann auch nicht mehr gelohnt, irgendwie zu gucken, als ich heimkam. Wieso? Fing jetzt um 21 Uhr an. Ach echt? Ja, klar. Ach so, ja gut, das ich dachte, ne, ich war dann irgendwie so um 21:45 oder kurz vor 10 daheim, da dachte ich so, jetzt ist es eh gleich aus. Nee, das ging bis 1 Uhr. Also. Ach, okay. Ja dann, blöd jetzt. Nein, deswegen, da sitzen wir hier den ganzen Abend hier und lästern und stimmen ab und so. Okay. Immerhin muss ich sagen, also mein Lieblingstitel war der belgische, wobei das war so eine gute alte Soul-Nummer, so ein bisschen Boy George-Style. So, das ist halt mehr meine Generation. Der ist immerhin 7. oder 8. geworden, also bin ich ja ganz zufrieden mit. Ja. Ja? Und ja. Ja, ich hatte gestern teilweise soulige Musik auch und durchaus auch Jungs in Unterwäsche, die aber kein Feinripp anhatten und durchaus auch sehenswert waren. Und zwar war ich im Theater, da haben sie Hair aufgeführt. Ah, sind die jetzt in Unterwäsche, sonst sind die doch immer nackt. Nee, nackt waren sie tatsächlich nicht. Die haben sich mehrfach umgezogen halt auf der Bühne. Oh. Und, also klassisch bei Hair sind sie doch am Ende alle nackt. Ja, hier jetzt nicht. War die entschärfte Version. Ich muss sagen, also gesanglich war es super toll, als da am Anfang die erste losgelegt hat mit Aquarius. Da hatte ich echt eine riesen Gänsehaut. Und auch so die Bilder, die Farben, Bühnenbild, Tanz und so war alles ganz toll. Aber ich muss gestehen, ich habe es vor 20 Jahren schon mal auch in dem Haus gesehen. Und ich bilde mir ein, dass sie damals von der Handlung her sich am Film orientiert haben, der sich ja schon unterscheidet und den ich irgendwie als Teenager, ich weiß nicht, gefühlte 50 Mal geguckt habe. Und jetzt war halt dann diese andere Handlung auf der Bühne und das hat mich sehr irritiert. Ja, wenn man sowas so kennt, so tief und dann ist es plötzlich anders, das ist irritierend. Genau, also einmal eben die andere Grundhandlung und das, was an Handlung da war, war auch nicht so richtig gut rauszulesen, muss ich gestehen. Mhm. Also das hat mich dann so ein bisschen enttäuscht, aber ich habe mich dann halt an den Liedern und an den Bildern erfreut. Mhm. Das war dann auch okay. Ja, schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, da hatten wir ja 2 kulturelle Highlights. Ja, ich war am Donnerstag, war es Donnerstag? Ja, ich glaube, am Donnerstag war ich noch abends auf einer Comedy-Show.
Und zwar von Ingmar Stadelmann. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Nee. Ja, der kommt öfter mal im Fernsehen auch mit seinen Stand-ups und hat, glaube ich, auch den Comedy-Preis gewonnen. Und das war tatsächlich sehr klein gehalten. Also war, ich weiß nicht, vielleicht 100 Leute oder so. Mhm. Aber ich habe wirklich sehr, sehr viel gelacht und das hat echt gut getan. Schön, ja. Mhm. Ja. Ja, also ich hoffe ja, dass nächsten Samstag die Leute was zu lachen haben, weil ich weile oder wandere ja in deinen Fußstapfen quasi. Ne? werde ja nächsten Samstag auch bei Martina Straten bei Radio Salü sein. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, freue ich mich drüber. Du wirst aber telefonisch zugeschaltet, oder? Ja, ja. Fährst nicht. Du ins Saarland? Nein, ich werde telefonisch zugeschaltet, ja. Mhm. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich bin auch gespannt, was da so auf mich zukommt, ne? Freue ich mich drauf. Ja, mit der Martina ist es immer nett. Ja, denke ich auch, ne? Die hatten wir ja auch schon hier, die kennen wir ja. Und ja, ansonsten, was macht dein Schreibprojekt? Wie viele Wörter sind es? Wörtermäßig noch nicht so viel. Ich hatte dann tatsächlich letzte Woche einige Tage, wo ich sehr viel regeln musste und auch nicht viel am Schreibtisch sein konnte deswegen. Aber heute habe ich jetzt wieder dran gesessen und ich habe ja einen Plot runtergeschrieben. Ich hatte einen Plan, aber die machen schon wieder, was sie wollen. Also ich bin gespannt, wohin sich das entwickelt. Ich hatte jetzt auch ganz vergessen zu fragen, welches Genre ist es denn jetzt? Musik-Romance. Doch wieder Musik-Romance. Ja, ich bleib erstmal bei meinen Leisten. Okay, also nicht Urban Fantasy. Ne? Nee, ja. Das Projekt finde ich immer noch von der Idee her sehr gut, aber ich habe es jetzt erstmal zurückgestellt und gehe jetzt erst nochmal in die Richtung, wo ich eben auch schon andere Sachen, dann andere Titel zur Hand habe, was jemanden dann interessiert. Ja, okay. Ja. Erschien mir marketingtechnisch doch irgendwie klüger. Ja, wobei es muss ja immer eine Schnittmenge zwischen Marketing, Technik und dem eigenen Gefühl geben. Ja, aber also da habe ich auch jetzt total Lust drauf. Also das nimmt sich nichts. Klingt ja auch so, hast ja schon angefangen. Schön, ja, bin ich sehr gespannt. Ja, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch losgelegt mit dem neuen Projekt? Nee, nicht wirklich. Ich komme gerade nicht so richtig in die Gänge. Ich muss ja jetzt auch noch das letzte andere fertig kriegen. Ist so langsam, kommt der Termindruck. Und irgendwie, ich weiß auch nicht. Hatte letzte Woche so ein bisschen Durchhänger. So, ich bin rappel mich auf und ich habe ja wirklich auch total nettes Feedback bekommen. Also vielen, vielen Dank an euch da draußen dafür. Das hat mir sehr gut getan und mich auch wirklich motiviert und habe gedacht, komm Vera, ne? Hey. Sehr schön. Es gibt Menschen, die dich hören und die das auch gut finden. Und dafür lohnt es sich, das zu machen. Und ja. Ja, und jetzt, ich habe heute tatsächlich, weil ich wieder total Lust hatte, mal einen Blogartikel zu schreiben, ich vorhin jetzt angefangen, einen Blogartikel, schreibe ich den nicht übers Schreiben, weil ich wollte immer mal einen Blogartikel darüber schreiben, über meine ersten Monate Erfahrung mit der E-Mobilität. Ich fahre ja jetzt seit 6 Monaten ein Plug-in-Hybrid und versuche ja so oft elektrisch zu fahren, wie ich nur kann. Und habe so sämtliche Fallstricke kennengelernt, was einem da so alles passieren kann, wenn man sein Auto aufladen will. Okay. Ne? Das ist echt, also das ist bei weitem noch nicht massentauglich nach meinem Dafürhalten. Ich habe schon so oft 3 Kreuze gemacht, dass ich noch mit Benzin fahren kann. Ja, und da habe ich gesagt, wollte ich mal meinen Blogartikel drüber schreiben. Da habe ich jetzt angefangen. Also, okay. Ne? So. Und ja, sowas halt. Ist zwar marketingtechnisch total Blödsinn, weil anderes Thema. Wer weiß, am Ende weiß man nie, wer dann dadurch zu dir findet und was passieren kann. Ja, vielleicht wird es ja wieder irgendwie ein Ausschnitt im Schulbuch und es gibt 100 Euro oder so. Keine Ahnung. Du kannst es ja auch irgendwie in dein Buch mit aufnehmen als Thema. Ja, also meine Frau Appeldorn, die fährt ja schon ein E-Auto. Hast du doch schon einen Anknüpfpunkt. Genau. Ja. Und wie kriegen wir jetzt die Überleitung zum Thema? Ja, irgendwie wollen wir mal wieder übers Schreiben reden und über das Schreiben des Redens reden sozusagen. Genau. Wobei, du sagst, wir wollen das, du willst das. Ich habe ja immer das Gefühl, ich kann da gar nicht viel zu sagen. Speziell jetzt,
über das Schreiben der Dialoge. Also ich habe jetzt am Wochenende, da bin ich ja noch dabei, mein letztes Projekt nochmal so durch Kontroll zu lesen und nachdem ich auch so ein bisschen Feedback jetzt noch von Teststellungen hatte. Und ja, und da habe ich dann auch gerade so Dialoge gelesen. Und heute wollen wir uns ja über das Schreiben von Dialogen unterhalten. Und ich habe so darüber nachgedacht, wie gehe ich das eigentlich an? Und mir ist eigentlich, nicht nur eigentlich, mir ist dabei sehr bewusst geworden, dass ich mir gar keine großen Gedanken über die Dialoge mache. Ich sehe die Figuren da vor sich stehen. Jetzt ist ja bei der Perspektive, in der ich schreibe, also Ich-Perspektive in Präsens, sowieso die Dialoge somit das Wichtigste, um irgendwelche Fakten mitzuteilen. Also manchmal habe ich so im Hinterkopf, welche Info ich da jetzt rüberbringen will. So, und dann sehe ich da die Figuren vor mir und lasse die sich miteinander unterhalten. Ja. So, und das ist es. Ja, das kann ja auch durchaus gut funktionieren. Also ich habe jetzt, wenn ich Sachen von dir gelesen habe, auch immer das Gefühl gehabt, es fühlt sich irgendwie ganz gut an. Ich habe aber auch durchaus... Hast du mir noch nie gesagt. Ja, ich habe aber durchaus auch schon Texte zu lesen bekommen, wo ich dann dran schreiben musste, du, so spricht doch kein Mensch. Und da gibt's halt schon einige Fallstricke, auf die man aufpassen kann. Und es gibt natürlich auch einige Kniffe, mit denen man es noch ein bisschen spannender machen kann. Und mir war das Thema jetzt einfach mehrfach begegnet. Beim aktuellen Buchbubble-Bulletin, war es das aktuelle? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall in einem unserer Buchbubble-Bulletins, die übrigens toll sind und die du abonnieren solltest. War das neulich was, wo ich im Lektoratstipp drüber geschrieben habe. Und jetzt laufen ja bei mir zwei Klassen im Moment von diesem Schreibworkshop mit Schauspielmethoden authentischer Schreiben. Und da ist eben auch ein Themenslot Dialoge schreiben. Und deswegen war das im Moment gerade so präsent für mich. Und als du dann gefragt hast, über was sollen wir mal reden, dachte ich, warum nicht mal übers Reden reden? Ja, ja, nee, also ich habe ja auch immer mal so gehört, dass das ein Thema ist. Wobei ich jetzt mal so ein bisschen eigenlobmäßig sagen muss, dass mir schon mehrere Leserinnen und Leser und auch Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, ach, dass ich so toll Dialoge schreiben würde. Wie gesagt, von daher war das jetzt für mich nicht so ein Thema, wo ich dachte, okay, was kann ich da groß drüber reden? Aber du bist ja die Fachfrau bei uns. Wobei du hast ja jetzt gerade gesagt, so, dass du, wenn du so Dialoge liest, manchmal das Gefühl hast, so reden die Leute nicht. Ich habe manchmal andersrum das Problem, dass ich, die Leute, sag mal so, freischnauze reden lasse. Ja. Was dann ja auch nicht unbedingt immer perfektes Deutsch ist. Ja. So. Und da habe ich durchaus schon mal so mit meiner Lektorin dann die Diskussion, wie weit lassen wir das? Gerade jetzt bei meinen Bibelkrimis, die ja noch so ein bisschen Lokalkorrekt haben, wo so mal auch noch mal so ein bisschen Mundart da reinrutscht. Wie erkennt man denn jetzt aus deiner fachlichen Sicht, wie weit kann ich da einfach nach dem Mund reden und auch die eine oder andere Grammatikregel mal ein bisschen außer Acht lassen? Das ist ja gerade beim Genitiv so ein Thema, ne? Also im Fließtext würde ich ja immer anstreichen, wenn Dativ statt Genitiv verwendet wird. Aber klar, wenn gesprochen wird, das hört man ja jeden Tag, dass es die Leute dann anders machen. Das Problem ist halt generell, wenn du mal hingehst und einen Text, den du zum Beispiel jetzt, wie wir uns jetzt unterhalten, wenn man das jetzt Wort für Wort transkribiert, dann ist das ja nichts, was du verwenden könntest für dein Buch. Weil Sätze abgebrochen werden, weil Wörter wiederholt werden, weil irgendwie irgendwo was eingeschoben wird. Und also wie wir wirklich sprechen, das kannst du halt nicht verwenden. Das wäre einfach nicht lesbar. Und wenn du aber die Figuren so sprechen lässt, wie du jetzt vielleicht auch ein bisschen poetischer deinen Fließtext gestalten würdest, dann fühlt es sich halt total unauthentisch an. Und das heißt, die Schwierigkeit ist dann eben, so ein Mittelding zu finden zwischen, es fühlt sich echt an, aber es ist gut lesbar. Und das ist natürlich letzten Endes, kommt das extrem drauf an, in welchem Genre bist du, wie ist sonst deine Sprache, von welcher Figur reden wir. Da gibt's, glaube ich, keine so Pauschale. Aber letzten Endes
muss es halt eine Ausgewogenheit sein zwischen jeder kann das verstehen und angenehm lesen und es passt wirklich zu der Figur, wie du sie gestaltet hast. Ja, aber wie stelle ich das denn fest? Also gerade wenn ich unsicher bin. Wie gesagt, ich persönlich habe mir da nie große Gedanken drüber gemacht, weil ich letztlich die Figuren so reden lasse, wie ich sie mir jetzt vor meinem inneren Auge vorstelle. Mhm. Ne? Und scheint ja meistenteils zu funktionieren. Aber wenn man jetzt unsicherer ist oder so, oder diesen Erfahrungsschatz noch nicht hat, gibt es denn in irgendeiner Form Faktoren, an denen ich feststellen kann, jetzt hier gehe ich zu weit oder Gut, letzten Endes, wenn du jetzt ganz unsicher bist, vielleicht auch, wenn du so ein Wort verwendest, was man nicht in allen Regionen nutzt oder so, dann kannst du natürlich einfach mal unter ein paar Leuten eine Umfrage machen. Versteht ihr diesen Satz? Wisst ihr, was da gemeint ist? Habe ich auch schon gemacht. Ich erinnere mich dran, in Regenbogenblau habe ich geschrieben, dass die Protagonistin noch schnell eine Flasche Wein beim Späti geholt hat. Und habe dann mal rumgefragt, wisst ihr, was ein Späti ist? Kennt ihr das Wort? Und falls ihr es nicht kennt, könnt ihr es direkt zuordnen, weil oft kann man ja einfach sich selbst erschließen, was es bedeutet. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Und klar, deine Lektorin ist da natürlich auch ein guter Ansprechpartner. Und ansonsten, wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, wenn du dich in die Figur hineinversetzt und dir auch mal vor Augen hältst, wo wohnt die, wie ist die aufgewachsen, wie muss sie auf der Arbeit sprechen und so, dann erschließt sich dir ja ganz klar, wenn jetzt jemand irgendwie jobmäßig sich vielleicht sehr bürokratisch ausdrücken muss und sehr oft offizielle Schreiben verfassen muss, wird der wahrscheinlich in der Alltagssprache eher mal einen Genitiv verwenden als jemand, der sowas nie macht, ne? Ja, also wie gesagt, ich mache das bisher momentan eher intuitiv. Oh. Ja, wenn du ein gutes Gefühl für deine Figuren hast, dann ist Intuition, glaube ich, ein ganz guter Ratgeber. Ich denke auch. Ich glaube, dass man das auch nach so allem mitgeben. Einfach so ein bisschen versuchen, sich ein Bild von der Figur zu machen, die sich ein bisschen vorstellen und einfach, also wenn man das Gefühl hat, dass der Dialog so passt zu der Figur, wie ich mir vorstelle. Oft ist der Dialog oder die Sprechweise ja sogar ein besonderes Charakteristika der Figur. Ja, dann passt es einfach. Ne? Und da hilft es natürlich auch, wenn man sich die Stelle mal laut vorliest und dann irgendwie einfach raushört, klingt das so, wie ein echter Mensch reden würde. Mhm. Eine andere Sache ist ja, du hast das gerade auch schon gesagt, so in der normalen Sprache unterbricht man schon mal und da kommen so Zwischenlaute dazu. Das merke ich immer, wenn ich die Transkription unseres Podcasts im Nachhinein durchgucke, wie viele Äs und Ne da drin sind, gerade bei mir. Also das ist ganz schlecht. Und ich neige dann auch schon mal dazu, so eine Figur, die besonders jovial spricht, dann halt auch mal ein Ä machen zu lassen oder nur ein Hm. Und so. Und da haben mir da auch schon mal Testleser gesagt, ja, dass man dazu nicht unbedingt jetzt schreiben würde. Also da würde ich persönlich mich fragen, ob es einen Zweck erfüllt. Also entweder kann es natürlich sein, dass das einfach wirklich eine Eigenart der Figur ist. Ich habe zum Beispiel eine, die einfach grundsätzlich nicht sagt, kannst du, willst du, sondern die sagt immer, kannst du, willst du. Und das ist jetzt aber auch eine Figur, die nicht so wahnsinnig viel Sprechanteil hat. Und da ist das für mich dann einfach so ein Charaktereigenschaft oder eine Erkennungsmerkmal dieser Figur. Und das andere ist natürlich, wenn du damit einfach eine Emotion rüberbringen kannst. Also, dass die Figur unsicher ist zum Beispiel. Oder ja, einfach eine Emotion hat, bei der man eben eher mal um Worte ringt, als wenn man total entspannt ist. Da macht es für mich Sinn, wobei es natürlich dann auch durchaus passieren kann, dass man es übertreibt. Ich erinnere mich, als ich die erste Version von meinem ersten Buch geschrieben habe, da ist relativ am Anfang eine Szene, wo eine Freundin der Protagonistin sehr, sehr aufgewühlt ist und ihr halt weinend was erzählt. Und man kennt das ja, wenn jemand unheimlich weint, dass der immer wieder so mitten im Satz quasi so nach einer Silbe so wie so Schluckauf quasi hat. Und ich habe dann unheimlich oft innerhalb eines Satzes so Silben wiederholt und Auslassungszeichen gemacht und so.
Und da haben mir sämtliche TestleserInnen gesagt, das nervt ohne Ende. Mhm. Und ich habe das dann vom Stilmittel her schon noch verwendet, aber halt extrem eingedampft. Mhm. Also da ist natürlich dann auch einfach so ein Feedback manchmal ganz hilfreich, dass man dann mal hört, okay, findest du, das bringt die Emotionen voran oder stört das zu sehr den Lesefluss? Also das ist ja dann einfach so eine Skala, wo man sich am besten irgendwo in der Mitte einordnen müsste. Ja, ja, das ist auch das glaube ich, das größte Problem auch bei mir, weil, wie gesagt, ich sehe dann beim Schreiben die Szene sehr lebendig vor mir und jeder Dialog hat ja so einen Rhythmus, hat ein Tempo, ne, und manchmal so einen Schlagabtausch, den sehe ich vor mir und so. Und da will ich dann das auch rüberbringen. Und ich merke dann, wenn ich dann viel später die Szene lese, dass ich ohne das Wissen, dass ich noch im Hinterkopf habe, wie die Szene eigentlich sein sollte, sich das dann ganz anders liest. Ne? Ja, und ja. Das ist manchmal schwierig. So, und ich möchte halt gerade so diese Dynamik halt rüberbringen. Ne? Und ich meine, du kennst die Szene, die ich in Leipzig gelesen habe, wo so ein Disput ist. Und, wie bringe ich das rüber, dass da dass der den ins Wort fällt und das erregt ist und und dann wird man hastiger redet. Ja gut, ich meine, du kannst natürlich schon dieses, dass dann quasi der Satz abgebrochen werden muss, weil die nächste Person reinredet, das kannst du ja schon ein-, zweimal machen. Du kannst das natürlich auch nochmal hervorheben, indem dann der unterbrochen wurde, einfach nochmal dazwischen haut, jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden, dann hast du quasi nochmal mit dem Zaunfall draufgehauen. Und ansonsten kannst du natürlich das Pacing auch damit beeinflussen, wie viel Text du dazwischen hast. Ne? Also gerade wenn du nur zwei Personen hast und dann durch den Zeilenumbruch ja klar ist, dass jetzt jemand Neues spricht, dann kannst du natürlich, wenn du da wenig Text dazwischen hast, sehr klar machen, dass das Schlag auf Schlag geht. Wobei das auch wieder so eine Abwägungssache ist. Also wenn du halt wenig Fließtext zwischen dem Dialog hast, dann muss schon aus den Worten und vielleicht auch aus den Satzzeichen, also eben dann Ausrufezeichen oder so, klar hervorgehen, wie die das sagen. Weil das ist schon eine Anmerkung, die ich auch beim Lektorieren relativ häufig schreibe, dass ich dann, weil eben gar nichts über die Mimik oder Gestik oder Stimmfarbe mit dabei steht, gar nicht einordnen kann, sagt der das jetzt total frustriert, sagt der das traurig oder stinkwütend. Also das kann man oft dann eben nicht greifen, weil man nicht in den Kopf der Autorin reingucken kann. Ja, wobei, da machst du ein anderes Fass auf. Aber bevor ich das nachfrage, noch mal ganz kurz. Was ist Pacing? Das Tempo. Okay. Nein, also das andere Fass meine ich, und das erlebe ich sehr oft, wenn ich Sachen lese, von denen man möchte, dass ich sie testlese, oder zum Teil auch, als ich noch so in Jury von Buchpreisen war, erlebe ich das sehr oft, dass gerade jüngere Schreibende, die halt mit Emoticons und so weiter aufgewachsen sind, es mit den Zeichen total übertreiben. Also mit Ausrufezeichen. Ach so, ja, bitte immer nur eins. Ja, bitte nur eins und bitte nicht an jedem Satz. Ne? Das auch. Auch so Sachen wie groß geschriebene Worte, weil sie geschrien werden und solche Sachen. Und ich meine, Smileys schon mal gar nicht. Sowas gehört meines Erachtens nicht in einen Buchtext. Ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich habe es einmal bei einem Roman, habe ich es so stehen lassen, also dass dann wirklich auch mal in Großbuchstaben oder mit so ganz vielen E's oder so geschrieben wurde, was halt explizit ein Jugendroman war, der aus der Ich-Perspektive war und wo das wirklich auch sehr bewusst von einer Autorin, die auch wirklich viel Erfahrung hat, als Stilmittel eingesetzt wurde und auch nur wirklich an ganz bestimmten Stellen. Da habe ich es stehen lassen, aber zu 97% stimme ich dir zu, dass das im Roman nichts verloren hat. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man muss schon so hinkriegen, dass man durch die Beschreibung der Situation, durch das Heranführen der Leser und Leserinnen die Emotionen verdeutlicht. Also wenn man da irgendwelche grafischen und sonstige Mittel braucht, um das deutlich zu machen, dann hat man was falsch gemacht. Ja, also Emojis sowieso nicht. Wobei das als
Verdeutlichung zu dem, was ich eben gemeint habe, finde ich das ganz nützlich. Also manchmal verklickt man sich ja zum Beispiel beim WhatsApp-Schreiben bei den Emojis und dann, keine Ahnung, schreibst du, ich freue mich total für dich. Und hinten dran ist dann so ein Smiley, was so irgendwie angenervt zur Seite guckt. Und schon hat ja der Satz eine komplett andere Bedeutung. Mhm. Und das ist ja im Prinzip das, was du mit dem Fließtext drumherum machen kannst, wenn du eben beschreibst, wie jemand guckt oder was er für eine Körperhaltung hat oder was er vielleicht für ein Geräusch macht oder so. Was eben im Film durch Körperhaltung und Mimik und Gestik passieren würde. Und das gezielt einzusetzen, ist schon sehr, sehr hilfreich, um zu verstehen, wie es gemeint ist. Absolut. Und man weiß ja auch manchmal, ne, wir haben das ja auch bei, du machst ja immer so ein Emoji da rein, den ich nie verstehe. Und auch da muss man mitleben. Also von daher ist es besser. Aber wobei du jetzt Text um Dialoge ansprichst, ich meine, da gibt's ja noch den ganz wichtigen Punkt, diese, wie nennt man die? Die haben ja auch so einen lateinischen Begriff, diese Zwischentext. Inquits, genau, die Inquits, ne? Oder Speaker's Tag. Ja, er sagte, sie sagte und solche Sachen, die man ja einfach braucht, um auch in einem Dialog immer mal wieder klar zu machen, wer ist es denn jetzt, ne? Wie die Szenerei. Aber wo ich es auch extrem schwierig finde, da eine gewisse Abwechslung reinzukriegen. Da gibt's ja auch verschiedene Auffassungen. Es gibt die Leute, die sagen, am besten immer nur sagte oder vielleicht noch fragte verwenden, weil das Wort quasi so neutral ist, dass es fast verschwindet und dann das nur den Zweck hat, anzuzeigen, wer gerade spricht. Kann ich auch nachvollziehen, gibt bestimmt auch Situationen, wo das Sinn macht, aber ich persönlich bin eigentlich eher Verfechterin dessen, dass man eben, wenn man schon aus dem Dialog selbst nicht erkennen kann, wer spricht, dass man das dann auch gleich nutzen kann, um eben über ein passendes Synonym gleich noch was über die Emotion zu sagen. Weil ich muss nicht unbedingt beschreiben, dass jemand geknickt dreinschaut, wenn ich anstatt sagte er einfach nur zum Beispiel nehme, murmelte er. Das sagt ja dann schon viel darüber aus, wie er sich ausdrückt. Und da kann ich dadurch auch dann einiges knackiger machen. Ja, ja, aber selbst bei meinen ja noch eher kürzeren Romanen komme ich an die Grenzen dessen, was ich da so an Inquits kenne. Und manchmal ist es ja wirklich so, da muss man wirklich aufpassen, dass so ein Inquit einfach den Charakter des Dialogs komplett verändert. Ne? Mhm. So, und da tue ich mich dann schwer. Wie kann ich einen Inquit finden, der sich nicht wiederholt und der trotzdem, ja, also gerade bei den Biene-Dialogen habe ich oft, dass die ja relativ locker redet, auch schon mal was unüberlegt und mit der Oma dann auch noch ein bisschen mit Lokalkolorit. Da passen einfach diverse Inquits nicht. Ja. Ne? So, naja, wenn du das Gefühl hast, du findest nichts Passendes, dann musst du ja auch nicht unbedingt eine Inquit-Formel verwenden. Natürlich kannst du schreiben, sagte sie oder trällerte sie oder was auch immer dir dann einfällt, aber du kannst auch einfach den gesprochenen Text beenden und Biene was tun lassen. Also, was weiß ich, ja. Biene sprang auf und tat dies und jenes. Damit zeigst du automatisch an, dass das quasi dieselbe Person ist, wenn es auf der gleichen Zeile weitergeht. Also damit kannst du ja auch arbeiten. Du musst ja nicht hinter jeden zweiten Satz so eine Inquit-Formel packen. Nein, nicht hinter zweiten Satz, aber bei mir essen die ja so häufig und ich lasse die schon immer irgendwelche Brötchen belegen und was abbeißen und kann das umrühren und was wir da so das machen. Ja. Aber ich würde an der Stelle tatsächlich ganz gern nochmal auf diese Zeilenumbruch-Geschichte zurückkommen, weil das passiert auch unheimlich oft, dass das falsch gemacht wird, dass dann entweder nur, wenn jemand Neues spricht, eine neue Zeile gemacht wird oder einfach alles am Stück durchgeht. Und wenn quasi das Gesagte und der Begleittext auf derselben Zeile bleiben, dann
ist es dieselbe Person, die handelt und spricht. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig und wird relativ oft falsch gemacht, weswegen man dann gar nicht mehr versteht, okay, war das jetzt doch jemand anderes? Ist da noch jemand im Raum, den ich nicht mitbekommen habe? Ja, das ist auch ein Teil, wo ich mich auch immer schwer tue, weil die meine Lektorin auch immer ständig korrigiert. Aber um das nochmal so ein bisschen zu konkretisieren. Also ich habe eine Szene, die Figur tut irgendwas und sagt was. Dann bleibt der Dialog, also die wörtliche Rede auf der Zeile, weil es ist ja keine neue Person. Korrekt? Mhm. So, wenn jetzt die andere Person antwortet, dann ist das eine neue Zeile. Wenn die andere Person jetzt direkt auch was tut, dann bleibt das auf der Zeile. Genau. Ja? Und ja, also das war auch so ein du Punkt, kannst wo ich, dir im Prinzip, du kannst dir im Prinzip die Anordnung der Zeilen vorstellen, wie das Spotlicht auf der Bühne. Also egal, ob jetzt die Person, die auf der Bühne irgendwas macht, also der Schauspieler, ob der spricht oder irgendwas vor sich hin wurstelt, solange das Spotlicht auf dieser Person bleibt, ist es dieselbe handelnde Person. Und wenn dann jemand anderes anfängt zu reden oder was zu machen, dann würde das Licht quasi darüber schwenken. Und dieser Lichtschwenk, das ist dann der Zeilenumbruch. Ja. Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Das klingt jetzt einleuchtend. Habe ich jetzt verstanden. Ja, guck mal. Vielleicht muss jetzt dieses Mal meine Dorothea da weniger korrigieren. Ne? Und wo? Ich schicke die Rechnung. Ah, du wirst noch genug anderes finden, gehe ich mal von aus. Wo ich auch immer Probleme mit habe, hat zwar mit Dialog nichts zu tun. Ich bin ja noch so eine Generation, die in der Schule aufgewachsen ist, dass vor und oder kein Komma kommt. Und ich tue mich mit jedem Komma vor und oder schwer. Und ja. Das muss ich tausend machen. Ne? Und man muss ja immer, wenn das, wie heißt das jetzt, wenn das kein ganzer Satz ist oder wenn es ein ganzer Satz ist, ich verstehe das auch nicht. Also egal. Hat jetzt eigentlich nicht direkt mit Dialogen zu tun, aber also wenn quasi ein eingeschobener Nebensatz ist, auf den dann ein Und folgt, dann ist dort deswegen ein Komma, weil halt eingeschobene Nebensätze durch Komma vorne und hinten abgetrennt werden. Also eigentlich hat das Komma dann gar nichts mit dem Und zu tun. Und was man auch machen kann, ist, wenn du einen Hauptsatz hast und dann wird hinten noch was nachgeschoben. Also, keine Ahnung, heute gibt es sämtliche Kleider zum Verkauf. Was weiß ich, also so ein längerer Satz zu diesen Kleidern und dann kommt noch so ein Nachschub und das alles zum halben Preis. Aha. Dann hat das so einen hervorgehobenen Charakter, dann darf man da auch ein Komma setzen. Aber wenn du quasi gleichgestellte Nebensätze nebeneinander mit einem Und verbindest, dann brauchst du da kein Komma. Okay, ja, mal sehen. Das, ob ich das je begreifen werde. Zumal da auch die Papyrus-Rechtschreibkontrolle meines Wissens nicht ganz so hundertprozentig funktioniert. Ja, das Problem ist, du kannst den ja auch immer einstellen. Willst du die Variante Duden-Empfehlung? Willst du die Variante progressiv? Willst du die Variante herkömmlich? Das kannst du ja einschalten, wie er dich quasi korrigieren soll. Okay. Ja. Also so ganz ohne, also die KI ganz alleine kann es dann doch nicht. Man muss auch ein bisschen mitentscheiden. Ja. Dafür habe ich ja das Lektorat, ist ja auch gut, kriegen wir dann irgendwie hin. Ja. Aber ich wollte nochmal zu den Inquits kommen. Ich habe letztens so einen Hinweis gelesen, da wollte ich eigentlich vorher noch nachgeforscht haben, habe ich vergessen, dass es einen Emotionsthesaurus gibt, wo man Begriffe, wenn man Emotionen beschreiben will und gerade so in Dialogen und der Wortschatz aufgebraucht ist, den man hat dafür, dass man danach gucken kann und da gibt es alle möglichen Beispiele, wie man das beschreiben kann. Ich habe da einen Artikel drüber gelesen, ich muss mal sehen, wenn ich das noch finde, dann hänge ich da mal einen Link in die Shownotes. Ja. Aber das fand ich jetzt zu dem Thema interessant. Ja, sicher, da kann man sich nochmal inspirieren lassen. Weil ich also gerade bei den Inquits und bei den Sachen, was mache ich so, um einen Dialog noch lebendiger zu machen? Das Thema Papst im Pool hatten wir ja schon mal. Die Folge können wir noch mal verlinken. Weil da braucht es immer noch mal so Inspiration. Das war auch gerade, also ich habe immer den Eindruck, dass ich mich da tausendfach wiederhole. Ich meine, das ist jetzt das 12. Buch, das ich schreibe, ne? Und sie trinken immer noch Kaffee. Sie trinken immer noch Kaffee, genau.
Aber wir hatten das ja letzte Woche in der Folge mit der Elke Bergsma, ne, die da schon 33 Mal, dass die Leser und Leserinnen das ja auch geradezu ja möchten, dass da eine gewisse Kontinuität ist. Ne? Und ich habe gerade bei meinen Bienenromanen ja auch schon oft das Feedback bekommen, dass so die Szenen, wo sie bei Oma am Küchentisch sitzen, immer irgendwie das Liebste sind. Ne? Ich glaube, da kannst du halt auch wieder so ein Zwischending finden. Natürlich sind so quasi liebgewonnene Settings irgendwie total toll in so einer Reihe. Aber du kannst natürlich auch für besonders emotionale oder wichtige Gespräche einfach schauen, ob du eine Umgebung findest und auch Requisiten findest, die das Gespräch stützen können. Also wenn ich jetzt irgendwas in der Hand habe, was sich dazu eignet, dass ich es wütend auf den Tisch knalle, weil es eben ein Streitgespräch ist, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Oder wenn ich irgendwo gegentreten kann oder so. Mhm. Ja, da muss ich mir auch noch mal ein bisschen was mehr. Also ich habe ja jetzt mittlerweile, ich erarbeite mir so eine Buchvorbereitungsliste in meinem heißgeliebten Evernote, ja. Und wo ich jetzt schon so Fragen drin habe, okay, wer ist überhaupt der Tote oder die Tote? Und wer ist der Mörder? Was ist die Auffindesituation? Ne? Was sind erster, zweiter, dritter Verdächtiger, Verdächtige? Ne? Was ist die Nebenhandlung? Also gerade bei Biene, dann ermittelt die ja und dann habe ich meistens irgendwie noch so einen Nebenfall, der mir einfach die Gelegenheit gibt, noch so ein bisschen Abwechslung da reinzubringen. Ne? Sonst sind die zu konzentriert immer nur auf das eine. Und solche Sachen, das habe ich schon. So, und mittlerweile habe ich da auch eine Spalte mögliche Situationen oder Plätze für Dialoge. So, ne? Welche Päpste im Pool? Ja. So, ich liebe ja immer noch meine Wassergymnastik-Szene in Frau Appeldorn, die ich ja jetzt auch gleich als Aufhänger für den nächsten Fall genommen habe, ne, bei dem toten Bademeister. Die findet nämlich erst nach der Wassergymnastik den toten Bademeister. Und so, dass ich mir vorher darüber Gedanken mache, so, ne, dass ich da ein bisschen mehr Fundus habe, um nachher darauf zugreifen zu können. Ja. Und ich glaube, du kannst aber auch durchaus Plätze, die vielleicht gar nicht so aufregend sind, durch bestimmte Umstände interessanter machen. Also wenn man jetzt draußen im Café sitzt und an seinem Kaffee nippt, plötzlich gibt's einen Platzregen. Ich denke gerade an eine lustige reale Situation. Da habe ich tatsächlich mit dem Danny R. Wood mich in Saarbrücken getroffen und wir haben draußen vor einem Café was getrunken und war im Sommer. Und diese Sonnenblende war rausgefahren, auf der sich aber vorher, als es geregnet hat, sehr viel Wasser gesammelt hat, das mit einem Mal sehr plötzlich neben uns abstürzte. Sowas wäre ja ganz lustig auch mal in so einem Dialog, ne? Ja, das sind oft, ist auch so naheliegenden Kleinigkeiten, auf die man sucht immer nach den großen Dingen und so diese Kleinigkeiten, die fallen, also mir zumindest dann, manchmal nicht ein. Ich muss gestehen, ich finde sowieso, dass in den meisten Romanen viel zu wenig Wetter passiert. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da denke ich auch viel zu wenig drüber nach. So, ich habe es jetzt manchmal jetzt im Aktuellen, ist auch so, wenn meine Biene ja im Regelfalle mit dem Fahrrad zum Büro fährt. Ne, und dann habe ich jetzt so eine Szene, wo sie da total nass wird und dann bei Hago dafür kämpft, dass sie den Firmenwagen kriegt. Oh. Ui. Da habe ich ja dann auch Elektrowagen. Nee, ich habe ja dann auf Social Media auch gefragt, ich wollte das möglichst uncoolste Automodell finden. Okay, was ist es? Das ist ein Dacia. Dacia Duster hat sie jetzt. Ach, die sind doch ganz schön, die Duster. Aber nicht cool. Also Hago fährt einen Aston Martin. Ich dachte jetzt an dieses Auto, ich weiß gar nicht, ist das Renault, das so einen komischen Hubbel vorne hat? Ah, das ist der Fiat Multipla. Keine Ahnung, der aus wie ein viel zu dicker Fuß mit Wassereinlagerung, der in einen zu kleinen Schuh gequetscht hat. Ja, aber der ist ja ein älteres, den gibt es ja so nicht mehr. Nein, ich habe jetzt einen Dacia Duster. Sie war natürlich, wie gesagt, sie hat ja gehofft, wenn hier der Hago in Aston Martin fährt, dass die jetzt irgendwas Cooles kriegt. Ne? Aber jetzt hat sie einen Dacia. Der spielt auch noch eine andere Rolle, aber das erzähle ich jetzt nicht. Und ja, aber wie gesagt, so diese
diese Kleinigkeiten, die man auch so selbstverständlich mitnimmt in seinem normalen Lebensalltag, dass man die da nochmal so reinnimmt, um das Ganze lebendiger zu machen. Ja. Das muss ich mir auch jedes Mal sagen. Und ja, aber es passiert doch zu selten. Was mein Anliegen noch wäre zum Thema Dialoge, ist, dass man sich unbedingt bei jedem Dialog Gedanken drüber machen sollte, was alle Anwesenden wissen und was ihre jeweiligen Ziele in dem Moment oder in diesem Gespräch sind. Weil es gibt leider, egal ob in Romanen von erfahrenen oder nicht erfahrenen Leuten bis hin zu großen Hollywood-Filmen, immer wieder Szenen und Dialoge, die wo ganz deutlich wird, dass sie einzig und allein deswegen geführt werden, damit die Lesenden oder Zuschauenden irgendwas erfahren. Und eigentlich wissen es die Leute, die das Gespräch führen, größtenteils schon. Okay. Und das ist so dieses, ja, über, also zum Beispiel, wenn ich jetzt du Vera, ich finde das ganz toll, dass du jetzt schon dein 12. Buch schreibst, das ja wieder von Frau Appeldorn handelt. Stimmt überhaupt nicht, aber egal. Stimmt nicht? Nein, Frau Biene. Ist Biene, das ist der 12. Ja, okay. Also stellen wir uns vor, ich hätte es richtig gesagt. Es würde einfach keinen Sinn machen, weil wenn ich es richtig gesagt hätte, wüsste ich es. Vera weiß es sowieso. Also ist dieser Satz nur dann sinnvoll, wenn ich ihn vor jemand anderem, also entweder dem Leser, der Leserin oder jetzt hier im Podcast eben den Zuhörenden sage. Und es hat überhaupt keinen Sinn, dass wenn wir unter uns wären, wir diesen Satz irgendwie, also dieser Satz irgendwie geäußert worden wäre. Ja, das stimmt. Und das finde ich immer sehr, das reißt mich total aus dem Lesen raus, wenn ich merke, dass hier wird gerade nur für mich gemacht. Ja, das stimmt. Das ist aber auch, das wirkt aber auch nicht organisch. Genau. Das sind so Sachen, wie gesagt, wenn ich da so, also ich spiele, du hast ja dann auch deinen Kurs so schauspielerisch, ich spiele die Szenen ja vor meinem inneren Auge. Ja. Und da passt sowas auch nicht in die Emotionen, in diesen Rhythmus. Ich finde, organisch ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort eigentlich für alles, was mit Dialogen zu tun hat. Ja, ich kenne das, mein früherer Theaterregisseur hat das immer benutzt. Wenn man irgendwie einen Gang machte, sagte, der war jetzt nicht organisch. Ja, genau. So, da hat sich das mir eingeprägt. Und ja, du kannst da so viel übertragen, ne? Also dann geht halt eine Person auf der Bühne nur deswegen neben die Tür, weil sie genau weiß, dass gleich jemand die Tür aufreißt und sie an den Kopf knallt oder so. Aber das macht halt eigentlich keinen Sinn. Ja, genau. Da ist ja auch gerade beim Theaterspielen, dann dass ja auch oft gefragt wird, so mit welcher Intention gehst du denn da jetzt hin? Warum machst du das? Und so, ne? Und damit das halt, wie gesagt, organisch wirkt und nicht so einfach, er macht's jetzt, damit er nach richtig da steht. Und das ist natürlich klar, das ist bei Dialogen, aber auch bei anderen Szenerien im Buch ein ganz wichtiger Punkt, was ich per se bei Liebesromanen häufig finde, irgendwie, wenn die Leute da, wir müssen die ja irgendwie zusammenbringen. Man weiß ja auch, dass sie sich kriegen. So. Ja, die Frage ist immer das Wie und Wann und welche Hürden gibt's. Ja, genau. Also da habe ich dann schon mal so bei Dingen, die ich so vorab lesen durfte oder sollte, wahrscheinlich jetzt nicht mehr darf. Ja. Also ich muss sagen, ich bin bei so Sachen relativ empfindlich. Ja, und wie du ja weißt, neige ich auch schon mal dazu, die Dinge klarer zu sagen. Es kommt nicht immer gut. Ja gut, aber wenn ich die Kritik von meinen Testlesenden nicht hören will, dann lese ich sie halt später in der Rezension auf Amazon, ne? Das muss ich mir halt überlegen, was mir lieber ist. Ja, wobei ich jetzt meinen Geschmack oder meinen Empfinden jetzt nicht für allgemeingültig halte, ne? Also. Nee, letzten Endes muss ja der Autor, die Autorin dann auch entscheiden, was mache ich mit diesem Feedback. Aber man ist sich dann zumindest bewusst, diese Wirkung kann mein Text haben. Dann muss ich halt abwägen, okay, ist das was bei vielen passieren wird? Ist das jetzt eine Einzelmeinung? Das muss man selbst entscheiden, aber ich finde es wichtig zu wissen, was irgendwie jemand empfinden kann bei einem Text. Ja, man muss sich zumindest damit auseinandergesetzt haben. Genau. Und wenn ich, das habe ich auch schon mal, dass halt gerade jetzt, wenn es so bei Kriminalfällen geht, es ja auch schon ein bisschen um die Logik des Falles und ist nachvollziehbar, wie das aufgelöst wird, sind die Reaktionen der Personen, der Handelspersonen nachvollziehbar und
klar, da gibt es schon mal unterschiedliche Sichtweisen. Aber ich muss mir als Autorin dann schon sagen, okay, kann ich mich mit dem Weg identifizieren? Es ist ja auch so, gerade bei einem Krimi, es wird ja nicht jedes Detail beschrieben. Es gibt ja immer einen Spielraum. Mhm. Ne? Abgesehen davon, dass man keiner weiß, wie Menschen reagieren. Ne? Die können unterschiedlich reagieren. Und ist ja anders als so in einem Fernsehkrimi, wo vieles einfach gezeigt wird, schreibe ich jetzt gerade, wenn meine Biene da ermittelt, die verfolgt den Täter oder die Täterin ja jetzt nicht jede Minute. Das heißt, was die in den 2 Tagen machen, wo ich sie nicht beobachte, weiß ich nicht. Und da gibt's einen Spielraum. Mhm. Ne? Und so, und da kann ich halt von Sachen ausgehen, die in meinem Kopf sind. Ich muss halt dafür sorgen, dass die Leser und Leserinnen das irgendwie halt, ja, akzeptieren und sagen, okay, ja, wäre so möglich, ist für mich nachvollziehbar. Aber es gibt halt auch 1000 andere Wege. Ne? Mhm. Und wenn dann irgendwie eine Kritik kommt von jemandem, der da sagt, okay, ja, nee, das ist aber jetzt für mich nicht unlogisch, warum macht die Figur das jetzt so? Ja, dann kann ich das annehmen, kann sagen, ja, sie hat recht, ich sehe das auch so, jetzt wo ich es weiß. Oder sage, nee, meine Figur macht das eben so. Ne? Ja, das kommt ja auch extrem drauf an, wo jemand steht. Also ich habe das oft bei Streitgesprächen, dass dann die einen Testleser total bei der einen Person sind, die anderen sind total bei der anderen Person, je nachdem, was man eben auch selber schon so erlebt hat, wie die eigene Einstellung ist und so weiter. Ja. Was mich aber auch gerade noch auf was bringt, apropos verschiedene Situationen. Also ich finde, das ist halt auch was, worauf man achten kann. Vielleicht nochmal zu deiner Frage vom Anfang. Wie umgangssprachlich zum Beispiel jemand spricht, das hängt ja auch sehr drauf an, einfach mit wem ich spreche. Und ich finde, das ist schon was man auch beachten sollte. Na, natürlich. Also jetzt, um mal bei meiner Biene zu bleiben, die spricht natürlich, wenn sie in irgendeiner offiziellen Funktion ist, ne? Anders als sie mit ihrer Oma spricht. Mhm. Und sowas. Also das, Und das kann sich auch in sich dann nochmal verändern. Also wenn ich zum Beispiel mit keine Ahnung, auf der Arbeit zum Beispiel eine neue Stelle anfange und mit meinem Chef dann sehr sachlich und formell spreche, aber vielleicht 5 Jahre später dann eher wie mit einem guten Bekannten, ne? Also das kann sich auch innerhalb der Geschichte verändern und quasi auch, also du kannst ja im Prinzip dann mit der Art, wie die Figur spricht, auch die Dynamik der Beziehung in Anführungszeichen beschreiben. Du beschreibst es eben nicht, sondern du zeigst es. Mhm. Ja, absolut. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Ja. Ja, also was meinst du, Tamara? Haben wir das Thema Dialoge weitreichend beleuchtet? Ich glaube, über Dialoge könnte man noch mindestens 10 Stunden sprechen, aber... Ja, du, ich nicht. Also ich bin durch. Wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ich mache die ja einfach. Ich mache gar nicht so einen Riesenkopf da drum. Aber vielleicht sollte ich ja, vielleicht wäre ich ja dann reich und berühmt. Wer weiß. Ja, da sind wir wieder bei den Fragen aller Fragen. Also wenn euch noch irgendwelche Aspekte gefehlt haben, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Vielleicht schreiben wir euch zurück oder machen mal eine Folge. Also wir schreiben euch auf jeden Fall zurück, aber ja, vielleicht ist es dann auch Inspiration. Genau, mit uns könnt ihr auch reden, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Also das ist völlig okay. Also nicht gemein sein. Nein, gemein. Nein, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass unsere Hörer und Hörerinnen gemein sind. Nein. Kann gar nicht sein. Ne? Und also wie gesagt, wir freuen uns über die Rückmeldungen jeder Art und unsere kleine, zarte Autorinnenseele will gestreichelt werden. Und ansonsten habe ich das Gefühl, es ist irgendwie alles gesagt, Tamara.
Für heute ist mal alles gesagt. Ja, für allem. Für nächste Woche fällt uns wieder was ein. Ihr könnt uns natürlich auch gerne so eure Wünsche und Vorschläge schicken. Also es ist immer in den Shownotes ein Link drin. Da gibt es einen kleinen Fragebogen. Schreibt rein, was ihr so wünscht. Wir haben ja schon die ein oder anderen davon umgesetzt und es laufen auch noch diverse Anfragen. Also falls du zum Beispiel irgendeinen Wunschgast hast, den wir gerne mal fragen sollten, also scheut auch nicht. Wir haben auch keine Angst vor Berühmtheiten, auch wenn die uns selten antworten. Und idealerweise habt ihr natürlich schon Kontakt. Ja, das ist natürlich das Allerbeste, wenn ihr zu irgendwem Spannendes einen Kontakt habt und den herstellen könnt. Also wir freuen uns da über jedwedes Feedback, Rückmeldungen und natürlich auch darüber, dass ihr uns teilt und unsere Folgen verbreitet und den Buchbubble-Bulletin abonniert. Und ich glaube, jetzt habe ich alles aufgezählt. Ich würde sagen, Tamara, sind wir fertig für heute, ne? Ja, macht das gut. Macht das gut. Also, bis dahin. Tschüss. Ciao.